Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Top 5 hier an meiner Bar. Und heute geht es um meine persönlichen Top 5 Isla Whiskys, allerdings in der Core Range Edition. Die Isle of Isla ist die legendäre Whisky-Insel Schottlands. Gelegen an der Westküste, mitten im rauen Atlantik, wird in aktuell 10 Brennereien, die auch schon Whisky verfügbar haben, Single Malt Whisky produziert. Und bekannt ist die Insel vor allem für ihren sehr torfigen, sehr rauchigen Whisky. Und ich habe mir gedacht, ich schnapp mir mal meine Top 5 Whiskys, meine ganz persönlichen Top 5 Whiskys von dieser Insel, die allerdings alle in der Core Range abgefüllt werden. Das heißt, die unter dem Label der Brennereien an sich herausgebracht werden. Ich kann gern mal ein Video zu meinen Top 5 unabhängigen Isla Whiskys machen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir das doch gern mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir starten mit Platz Nummer 5. Und ich starte direkt mal mit etwas Kontroversem. Keine Sorge, das wird heute noch kontroverser werden in diesem Video, aber ich starte mit meinem Platz 5, ein Whisky, der immer einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben wird, nämlich ein Lagavulin, um genau zu sein, eine Distillers Edition aus dem Jahr 2020, also herausgebracht im Jahr 2020. Jetzt kann man sagen, Core Range, das stimmt vielleicht gar nicht, aber Lagavulin bringt jedes Jahr eine Distillers Edition raus, seit einigen Jahren nicht mehr mit Altersangabe. Ja, da kann man von halten, was man will. Die Qualität hat auch abgenommen, meiner Meinung nach. Gerade die diesjährige Distillers Edition, die hatte ich euch ja auch schon mal in einem Video vorgestellt. Link dazu findet ihr hier. Da war ich gar nicht so richtig überzeugt von. Der aus dem Jahr 2020 hat einfach bei mir persönlich einen Stein im Brett, weil ich diesen Whisky einmal als Urlaubswhisky mit dabei hatte, als ich gerade anfing, mich sehr, sehr tief in die Materie Whisky hineinzufuchsen. Da war ich noch eher im Bereich Cocktails unterwegs und gar nicht so tief im Bereich Whisky. Und ich habe diesen Whisky auf einer Tour zu Fuß durch die Alpen immer wieder probiert, immer wieder probieren können. Er hat mir immer wieder den Abend versüßt und genau dafür ist dieser Whisky absolut perfekt. Ein richtig schöner Everyday Whisky, 15 Jahre alt, gereift in Pedro Ximénez Sherryfässern und mit 43 Volumenprozent abgefüllt. Klar, man könnte bei einer Distillers Edition erwarten, dass er vielleicht ja, mit 46 oder 48 Volumenprozent abgefüllt wird. Aber es wird von Lagavulin keine andere mehr geben. Das wird eher schlechter als besser. Von daher hier mein Platz Nummer 5, Lagavulin Distillers Edition aus dem Jahr 2020. Auf Platz Nummer 4 ist ein Whisky dabei, der meiner Meinung nach in jede Top-Eiler-Richtung mit hineingehört. Ein Octomore. Ich bin ehrlich gesagt großer Fan dieser Abfüllungen, weil sie einfach das Thema Rauch ans Limit spielen. Den letzten Octomore, den ich probiert habe, war der 15.3er mit knapp 308 Parts per Million Phenolgehalt, also eine absolute Rauchbombe. Und die Brennerei Brooklady, wo das Ganze produziert wird, bekommt es trotzdem immerhin, diesen Rauch schön in einen noch trinkbaren Whisky-Geschmack hereinzubinden. Ich muss ehrlich sagen, der Octomore, der bei mir aktuell offen ist, das ist der 12.1er, schön kräftig rauchig in Bourbonfässern gereift, solide Sache. Allerdings muss ich sagen, mein Platz 4 ist nicht der hier stehende, den habe ich nämlich gar nicht hier, sondern es ist der Octomore 15.2. Der wurde in Cognac-Fässern gereift und oh, Leute, ich sag's euch. Ich habe ihn auf dem Barkonvent in Berlin probiert. Vielleicht war es dem einen oder anderen Drink zuvor geschuldet, dass er mir so gut gefallen hat. Aber es ist der letzte Whisky, der bei mir so richtig Eindruck hinterlassen hat, den ich probieren konnte und mir auch heute noch im Gedächtnis herumspuckt. Und ich überlege auch immer noch, wenn ich irgendwo ein Angebot finde, mir einen davon ins Regal zu stellen. Denn das ist der große negative Knackpunkt bei Octomore, der Preis. Wir haben hier 5 Jahre, 7 Jahre alte Whiskys, je nachdem, was wir haben. In dem Fall 5 Jahre alt. Und wir liegen bei einem Preis jenseits der 150 Euro. Also da muss man wissen, ob man das ausgeben möchte. Geschmacklich auf jeden Fall immer Bombe.
Platz 3 ist hingegen bei mir ein Whisky, der preislich relativ gut hinhaut, nämlich der Artback Wee Beastie. Artback generell ja eine Brennerei, die sehr, sehr leckeren Whisky macht, aber gerade in den Special Releases oder auch in den Komiteeabfüllungen Preise aufruft, die jenseits von Gut und Böse sind. Aber beim Artback Wee Beastie haben wir einen 5 Jahre alten Whisky in Marsala-Fässern gereift oder beziehungsweise gefinished und mit 39 Euro, ja, je nachdem, wo man guckt, man kann auch mal 45 oder 49 Euro ausgeben, aber mit 39 Euro, finde ich, ist das ein wirklich solides Ding. Ich nutze den super, super gerne zum Mixen von Cocktails, aber auch, wenn ich mal Bock auf einen rauchigen Whisky habe, wo es mir nicht wehtut, da einfach mal schön 3-4 Drams auszuschenken oder zu trinken. Von daher mein Platz 3, Artback Wee Beastie. Auf Platz 2 kommt für mich der Whisky, der mich zu Isla geführt hat, nämlich der Kilhoman Scenic. In dem Fall die Abfüllung, die zum größten Teil in Sherryfässern gereift wird und der bringt diese wunderschöne Komposition, die wir alle so sehr lieben, aus schöner, dunkler Frucht, die das Sherryfass hervorruft und diesem kräftigen Isla-Rauch. Leichte Noten von Schinken, so ein bisschen was von Trockenfrüchten, geil. Ehrlich gesagt. Und das war für mich einer der ersten Isla Whiskys, die ich bewusst probiert habe, wo ich schon tiefer im Thema Whisky war, der mich so richtig abgeholt hat und mir gezeigt hat, was dieser mysteriöse Torfrauch so alles drauf haben kann und für mich eine wunderbare, torfige Welt aufgestoßen hat. Und auf Platz 1 ein Whisky, der eigentlich fast schon aus dem Raster fällt. Wir haben nämlich hier eine ehemalige Core Range Abfüllung, nämlich den Lefroy Brodeur oder Brodeur, wie auch man es aussprechen mag. Das ist ein wunderschön rauchiger Lefroy Whisky. Generell Lefroy mag ich sehr, sehr gerne. Da wäre auch so eine andere Abfüllung irgendwo mit in diesen Top 5 aufgetaucht. Allerdings, das Brett für mich, das ist der Brodeur. In dem Fall gereift in ehemaligen Portweinfässern. Grundsätzlich die Kombination Port und Rauch funktioniert für mich erstaunlich gut. Das hier ist die Batch Nummer 3, die letzte der Brodeurs, die abgefüllt wurden. Den gibt es leider nicht mehr. Ihr merkt schon, ich klinge richtig traurig, weil ich diesem Whisky so ein bisschen nachtraue. Er schmeckt einfach unfassbar gut. Er hat diese tolle Komposition aus kräftigem Rauch, schöner, dunkler Frucht, schönen Beeren. In Perfektion gebracht, mit 48 Volumenprozent, auch nicht zu knapp, nicht zu schwach unterwegs. Von daher eine super, super leckere Abfüllung meiner Meinung nach. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo mal noch einen Dram zu probieren, dann tut es. Denn leider gibt es diesen Whisky, wenn ihr ihn geschlossen bekommen wollt, nur noch irgendwo auf dem Sekundärmarkt für wirklich einen ja, relativ teuren Preis. Ich glaube, das günstigste, was ich jetzt gesehen habe, irgendwie 150 bis 200 Euro, was ja schon fast okay ist. Wenn man bedenkt, dass ich den Whisky mal für 60 Euro gekauft habe, naja, von daher, es ist und bleibt trotzdem einer meiner Lieblinge von Isla, einer meiner Lieblinge von Lefroy und ja, damit bei mir verdient auf Platz 1. Das sind sie also, meine Top 5 Isla Whiskys in der Core Range. Welcher Whisky müsste eurer Meinung nach auf die 1 oder gehört generell in diese Liste? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn dies der Fall ist, dann gebt dem Video doch sehr, sehr gerne einen Like oder wenn ihr von mir wirklich gar nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert hier gerne meinen YouTube-Kanal. Und hier auf der linken Seite geht's zu meiner letzten Whisky-Verkostung. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, sagt Slange und bis zum nächsten Mal.